Angriffslustig und kämpferisch. So ist die US-Demokratin Kamala Harris in den Wahlkampf gestartet. Ihren ersten Auftritt hatte sie im US-Staat Wisconsin, einem Swing State. Er kann weder den Demokraten noch den Republikanern zugeordnet werden und gilt deshalb als Schlüsselstaat für die Wahl. Die Begeisterung bei den eigenen Anhängern erwartbar. Doch auch Außenstehende sprechen von einem Traumstaat. Harris zeigt sich optimistisch. Ich bin so stolz. Ich verspreche Ihnen, dass ich die kommenden Wochen daran arbeiten werde, unsere Partei weiter zu vereinen, damit wir bereit sind, im November zu gewinnen. Harris hat bereits die Mehrheit der demokratischen Parteidelegierten für eine Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin hinter sich. Innerhalb kurzer Zeit gingen mehr als 100 Millionen Dollar neue Wahlkampfspenden ein. Das ist unser Girl. Auch weltberühmte Popstars unterstützen Harris mit Videos auf Instagram und TikTok. 30.000 neue Freiwillige melden sich innerhalb kurzer Zeit, um sie im Wahlkampf zu unterstützen. Doch einige Experten bleiben skeptisch. Als Vizepräsidentin habe Harris auch Schwächen gezeigt. Ein besonders kritisches Thema dürfte die Migrationspolitik sein. Sie fiel auch in Harris Verantwortungsbereich. Nun wird gespannt auf neue Umfrageergebnisse gewartet. In Frankreich ist seit den Neuwahlen vor zwei Wochen noch kein Premier ins Amt gewählt worden. Gestern verkündete Präsident Macron in einem Fernsehinterview, er wolle sich mit der Ernennung Zeit lassen bis nach den Olympischen Spielen. Bis Mitte August bleibe die Regierung um den abgewählten Premier Attal kommissarisch im Amt. Als mögliche Nachfolgerin wird die weitgehend unbekannte Lucie Castet gehandelt.